Ja, jetzt kommt das Gold und das Silber auf den Prüfstand. Ist das auch alles so echt? Habe ich mir schon am Anfang die Frage gestellt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Das wird sich jetzt hier entscheiden. Ich hoffe, die beiden sind nicht enttäuscht, wenn es nicht echt ist. Was wäre denn euer Wunschbetrag, bezüglich dieser Sachen? Ja, so einen Wunsch habt ihr ja, was nur Ja, das. aber ich weiß auch nicht, ob die Löffel Gold. Man weiß doch gar nicht, ob es überhaupt echt ist. Und wenn es echt ist, ist es Ja, ja. aber wenn es echt sein Ja, wenn würde. alles echt ist. Ja, Andreas, deine Sachen. Hast du was zu sagen? Ich denke mal 1000 Euro. Das wäre doch nett, ne? Das wäre toll, ja. Das wäre schon. Das könnte schon so was wert sein. Das wird meine Tasche ziehen, ne? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Alles klar, dann gehen wir mal rein, ja? Okay. So, wollen Sie mal gucken? Ja, muss ich schon. Ich setze mich mal, ja? Wer prüft jetzt mit Chemie, ja. welchen ja. Silbergehalt? Ne? Ja, Gehalt, ob es überhaupt Silber ist, ne? Ja, das wird schon sein. Hör mal, Andreas, guck mal, das Löffelchen behalten, ja, oder? Ja, finde ich schon, ja. Kann man immer mal gebrauchen. So was willst vielleicht. Du denn damit? Ja, es wird ich doch dachte, das doch. Jetzt fange ich schon an. Ne? Jetzt fängst du schon an, die Sachen hier zu behalten. Ja, aber das ist ja mehr so meine Domäne mit Besteck und. Darf ich mal die Lupe? Behalt dein Löffelchen. Ne? Danke. Ja, weil er sagt, ja, man er will ja den Löffel nicht so schnell abgeben, oder? Da hat er, genau. Ich will den Löffel doch nicht abgeben. Nee, so schnell geht das auch nicht. Also, ihr macht mich fertig, ja alle. Also haben wir hier auch Silber, ne? Anscheinend. Sieht ja gut aus, ne? Ja, das hatten wir schon. Aber Sie sind ein bisschen ungläubig. Ja, das gehört ja dazu, ne? Ah, okay. Einzelteile werden generell eingeschmolzen. Ist das in Ordnung für dich? Noch ja. Ich werde dann gegebenenfalls mein Veto einlegen. Wann? Und warum? Ja, ich will mal hören, jetzt vom Wert her. Es geht jetzt nur um den Materialwert letzten Endes. Und es sind ja Sachen aus der Familie. Mhm. Das heißt, wenn der Geldbetrag stimmt, ist das in Ordnung? Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Und wenn das nicht stimmt, dann. Ja, wir benutzen es doch nicht. Wir haben es doch aussortiert. Wir haben doch von deiner Familie noch. Ja, trotzdem. Der gibt jetzt 5,60 Euro dafür, dann ist die Sache geretzt. Ja, wird das hier in den Ofen geschmissen und am Ende des Tages bleibt da so ein Klumpen über. Mal lass mich noch so aus, du. War ein Witz. Und jetzt kommt nämlich unser Schätzchen. Da hoffen wir uns ganz viel. Oh. Das soll ja auch Gold sein. Nee, Gold ist es nicht. Was ist denn dann wäre das jetzt? Viel schwerer. Silber ist es nicht. Oh, ich bin total enttäuscht. Das war mit den Möbeln vorhin schon so viel. Jetzt sind da noch nicht mal Goldlöffelchen bei. Oh, Mann. Aber du bist schon wieder sehr angespannt. Total. Hier. Ja, was weil passiert er jetzt hier? Weiß, dass das eingeschmolzen wird. Das macht ihm zu schade. Ja, soll man zum Museum ausstellen? Das ist ja normal. Nein, das ist also, nicht verwertbar. Ja, das ist normales Silber, ist jetzt keine super Sache. Irgendwie. Nein, das muss alt sein. Oder Bestecke, die komplett sind für 24 Personen mit einem schönen Muster. Und das kann man als Besteck verkaufen. Blutiger aber Einzelteile werden generell eingeschmolzen. Darf ich nochmal die Goldmünze sehen? Ja, ja, ich glaube, da ist jetzt schon so ein bisschen. Wie? Die machen natürlich den meisten Wert aus. Ja. Ne? Andreas. Lass mich doch mal bitte in Abschied Ruhe jetzt, nehmen, jetzt hier. Gut, aber du willst schon, dass er das Zeug loswerden. Ja, sicher. Er will es ja gar nicht, merke ich gerade hier. Ja, ich habe dir doch von Anfang an gesagt, wie schwierig das ist. Im Auto wurde schon wieder ein Messer in der Tasche und wurde auch. Was wollen Sie damit? Ja, aber nein, du hast es doch erstmal schon wieder weggetan. Das kommt sowieso wieder zurück. Wie kommen Sie doch, also. Gut, damit ich habe das jetzt gar nichts machen. Ja, guck doch mal bitte. Hast du noch mehr in der Tasche? Nein. Ja, muss ich mal überlegen. Jetzt mal fünf Minuten für dich haben, draußen irgendwie, mal so drüber nachdenken. Ihr diskutiert das mal aus. Ja, und komm, so. Wir gehen mal raus. Ja, ich überlege gerade, was mit Andreas los ist. Ihm fällt das halt schwer. Ne? Ich glaube, der fällt es schwer, sich von diesen Familienstücken zu trennen, weil der Händler gesagt hat, dass es eingeschmolzen wird oder dass das eben nicht so weiterverwendet und das macht ihm, glaube ich, zu schaffen. Ja, ein bisschen schwer fällt es. Das sind hauptsächlich die Erinnerungen, die ich auch damit verbinde. Aber guck mal, wir haben doch die Leute bestellt, damit sie uns helfen, das Zeug zu verkloppen. Dann sollten wir es doch jetzt auch loslassen. Ihr meinst, das sollen wir machen? Ja. Ja? Oh.
Da habe ich aber was gut. Ich habe das schon. Ja, ja. Ich glaube schon, dass der Andreas das innerlich noch nicht abgeschlossen hat, dass er sich von den meisten Dingen doch trennen soll. Das ist ein Prozess, also da ist er auch noch mittendrin, das denke ich nicht. Also einen Abschluss hat das noch nicht, da kommen auch immer wieder Sachen jetzt wieder zurück und das wird noch so weitergehen, aber wir arbeiten ja dran. Ne? Das war auf jeden Fall ein toller Anfang. 860 Euro wären das Gold und das Silber zusammen. Mhm. Wir müssen das ja auch weiterverkaufen, wollen ja auch einen Gewinn machen. Das ist, da muss die Relation stimmen. Ich würde das, wie gesagt, die ganzen Positionen auf 900 Euro noch aufrunden, damit man eine glatte Zahl hat. Ja, ich denke mal 1000 Euro. Jo, pass mal auf. Wisst ihr was, dann mache ich sofort ja, weil das hatte ich auch im Kopf. Das wollten wir doch jetzt gerade mal was anderes sagen. Jetzt hast du mich da zwei dazwischen gefunkt. Ab einer gewissen Geldsumme sind dann die Emotionen auch nicht mehr da. Also das ist auch eine interessante Sache. Was nimmst du für den Goldpreis? 21 Euro? Ich wollte es mal schnell machen. 21? Für fein. Okay, und der ist normal bei 25? Ist bei, ja, für Barren jetzt. Wir reden vom anderen. Da kannst du nicht noch ein bisschen hochkommen mit dem Goldpreis? Muss auch was verdienen, das ist ja nicht. Muss auch was verdienen. 22 können wir nicht machen? Ja gut, das ist dann die Aufrundung, dann sind wir ja schon fast da. Er macht 23. Letzte Angebot 930 Euro, Tutti Kompletti. Tutti Kompletti 950, komm. 950, da 39. 930 nein, wollen wir nicht, wir wollen 950. Ja, 39. Ja, gut, dann kommt das aber noch raus. Ja, dann, okay, dann das war jetzt alles dabei. So, das so, müsst ihr dann unter euch machen. Ja, genau, so. Also 930. 930, komm, lass mal rüberwachsen, dann sind wir hier auch fertig. Ich bin schon zufrieden, dass die Sachen wechseln. Letzten Endes ist es ja circa der Preis, den ich auch so geschätzt habe, aus dem Lameng heraus. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Ja. Der Andreas soll mal die Preisverhandlung alleine durchführen, weil ich den auch mal kämpfen sehen möchte. Bis jetzt war das immer so, die verlassen sich doch zu sehr auf mich. Und ich bin der Coach, sie sollen es lernen. Das ist das Objekt, was wir dir eventuell verkaufen wollen. Genau. Ja? Das macht jetzt mal der Andreas. Verkaufen wollen wir es auf jeden Fall. Also, das ist ein Philipp Stark-Fan, der kennst du wahrscheinlich. Ja, genau. Nicht? Und der funktioniert auch noch. Ich glaube, das ist in einer relativ kleinen Auflage hergestellt worden. Ja, das Modell ist ganz schön mit diesem Recycling-Effekt, weil das war ja irgendwie auch so in diesen 80er Jahren ist das irgendwie noch genommen. Das ist jetzt nicht so ein hyper alle wollen's haben Modell. Das ist halt noch zu frisch. Ja, ja. Das ist halt, muss man eigentlich noch mal irgendwie so 15, 20 Jahre wegtun, denke ich. Dann könnte das mal irgendwann was werden. Mit 10 Jahren nicht diesen Flausen im Kopf. Ah ja, willst du verkaufen? Okay. Also ich passe da 20 Jahre drauf auf. Was macht der? Was macht der? Ich sag's dir. Der ist ja schon null hinterher. Eingepackt. Was habt ihr euch denn so vorgestellt? Also ich habe ihn neulich auf der, im Oktober war das, Design Börse, oder wie ja, hieß genau. Das, da habe ich den für 500 Euro gesehen. Aha, okay, aber er ist nicht verkauft worden. Das weiß ich natürlich. Weil das war natürlich interessant. Weil das natürlich interessant. Das weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich. Ich habe ihn natürlich nicht verkauft. Also ich sage jetzt mal, ein realistischer Verkaufspreis, wenn man ihn wirklich jetzt verkaufen möchte und das auch wirklich tun möchte, da ist bei 200, 250 definitiv Schluss. Absolute Maximum wäre wirklich 100, 120. Mehr würde ich nicht bezahlen. Nee, dafür würde ich ihn noch mal mitnehmen. Kämpfen? Ohne Fernbedienung. Ohne Fernbedienung? Die Fernbedienung kostet 100. Nein, ich passe schön auf ihn auf. Komm, die gute Hände. Und dann gehst du einen Zehner runter, dann sind wir bei 240 und dann... Echt nicht, 170. 170 und Bingo ist. Also dann muss aber so ein Fünfer, ein Heiermann für einen Kaffee drauf. Ja, 175. Okay. Gut, top. Ich bin erstaunt, dass der Andreas mit seinem Preis runtergegangen ist. Freue mich auch da sehr drüber, weil der den sonst nicht losgeworden wäre, den Fernseher. Und ich denke, das liegt auch an dem Händler, der sehr sympathisch war und sehr glaubwürdig rüberkam. Der war authentisch und das hat den Andreas überzeugt. Ja, das war doch ein harter Fall. Ist leider nicht immer alles nach Plan gelaufen, aber am Ende zählt ja immer das, was auf der Rolle steht. Und das lässt sich sehen. Jetzt habe ich noch eine Überraschung für die beiden und bin mal gespannt, wie die drauf reagieren. Besonders der Andreas. Vielleicht wird das ja jetzt alles ein bisschen lockerer. Wie hat es euch gefallen? Hat Spaß gemacht. Ja. Spaß gemacht? Ja, vielen Dank. War gut. Ja. Also echt
klasse, sehr sympathisch, sehr lustig teilweise. Ja, fachmännische Unterstützung. Sehr fachmännisch, sehr, absolut. Nicht, dass ich noch rot werde. Du kannst so ruhig. Nee, rot ist die Schleife. Ich könnte jetzt mal lüften. Ne? Mhm. Ja, okay. Ich bin gespannt. Was haben wir gemacht? Knapp 2000, schätze ich. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, ne? Gut. Und ja. Du, schätzt du auch? Ich schätze ein bisschen weniger, glaube ich. Gut. Das erste war ja die Möbel, da haben wir ja nichts gemacht. Ja, ja. Das war meine schade. Null. Ja. Aua. Allerdings ja, muss ich auch schade. Sagen, nicht zu machen ist immer noch besser, als sie unterm Wert zu verkaufen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, dann hatten wir ja die Autoteile. 300. Das ist auch immer schön so ein Zufallsgeschäft, ja. Ja, weil ich habe ja von Autoteilen gar nichts gewusst. Ja. Ja, und dann zack, war ja. Da auf einmal ja. Waren da Autoteile ja. Und der richtige Kunde. Ja, das war super. Genau, für das Altmetall. Ja. Zeig mal den Flohmarkt. Ja, der Flohmarkt, ja. 221,50. Ja, und das Gesamtergebnis lautet dann 1.602,50 Euro. Ja, super. So, das lässt sich doch sehen, oder? Also ich freue mich total über das Geld, was wir jetzt da erhalten haben, auch wenn die Möbel jetzt nicht so viel gebracht haben. Aber der Mauro hat einem ja viel Fachwissen so an Hand gegeben, dass man die Dinge gut einschätzen kann, dass wir auf jeden Fall auch versierter auf den nächsten Flohmarkt gehen. Ne? Das ist also schon eine richtig tolle Anleitung gewesen auch. Ne? Ich habe noch eine Überraschung für euch. Ja? Ach ja? Und ja, dann folgt mir mal mit in den Garten. Ja. Okay? Ich bin mal gespannt. Ja, guten Tag. So. Stefan. Das ist ja ein Hallo. Ich bin Gartenbautechniker und habe mir Hallo, Tag, gefreut. Ihr Gärtchen schon mal angesehen und ja, möchte gerne ein bisschen beraten, wie man das hier umgestalten könnte. Und auch schon mal ein Angebot machen. Das hat der Mauro sich für richtig toll einfallen lassen. Das ist, macht Spaß. Oh, das war so eine geile Idee. Ich freue mich da so tierisch drüber. Das ist wirklich super. Das ist, ja, ich bin platt. Verbindlich bei 6? Verbindlich. Verbindlich bei 500? Oh, jetzt kommt der Mauro wieder. Nee, 600 ist absolute Schmerzgrenze. 600, aber dann, naja, machen wir 550. Hm? Ach, Kinders. So, wunderbar. Da hat er mich erwischt. Nochmal ein 50er für euch rausgeholt. Das kann ich nicht lieber am Arm. Ich freue mich da tierisch drüber. So, ja. Ihr setzt euch jetzt mit dem zusammen ja, und diskutiert mal hier, wie das hier, dann kann es mich auch schon bald losgehen, denke ich. Ja. Dann muss man nicht da drauf gucken, hier, was hier noch da übergeblieben ist. Boah, ich finde das so toll. Ja, können wir vorstellen, dass das gut ist. Ja, dann geht's mal voran. Ja. Ne? Ich freue mich auch sehr, dass wir also doch eine erkleckliche Summe dann zusammengetragen haben und das ist ein guter Grundstock. Ja, die Überraschung ist mir gelungen, die beiden haben sich gefreut. Also denke, der Garten ist in guten Händen und ja, da werden sie bald nächstes Jahr wohl da drin sitzen und sich freuen.